Hallo, werte EEP-Freunde. In diesem Video kann ich die demnächst im EEP-Shop erscheinenden Umbauwagen von SK2 vorstellen. Es handelt sich um Wagen der Gattung B3 UG, also die vielfach bekannten sogenannten Umbauwagen in der dreiachsigen Version, wobei in dem ersten Set zunächst die Wagen zweiter Klasse erscheinen werden. Ich habe hier eine entsprechende Demonstrationsanlage vorbereitet und möchte nun zunächst einmal diese Wagen der Reihe nach im Einzelnen vorstellen. In dem Set werden vier Wagen enthalten sein. Diese Umbauwagen wurden beim Vorbild immer in Pärchen gebildet als Wagengruppe, also immer zwei Wagen in einer Gruppe, fest gekuppelt. Wenn man die Wagen aufgleist in EEP, handelt es sich erst einmal um einzelne Wagen, die gekuppelt werden können und müssen, und zwar immer ein Wagen der Bezeichnung klein a und ein Wagen der Bezeichnung klein b. Das sieht man dann hier in den Modelleigenschaften beim entsprechenden Modellnamen. Dort findet sich hier oben ein b wie Bertha. Und das wird jetzt hier auch gleich besser zu sehen sein. Jetzt nämlich hier oben findet sich ein Bertha in der Modellbezeichnung im Modellnamen, also DB wie Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, NA wie Nahverkehr. Dann kommt die Gattungsbezeichnung B3 UG und dann kommt dieses Bertha. Der andere Wagen, der dann zu dem Pärchen gehört, der hat in der Modellbezeichnung ein A wie Anton an der entsprechenden Stelle. Und dann folgen noch weitere Angaben zur näheren Typenbezeichnung und das übliche Konstrukteurskürzel hier von SK2. Das zweite Pärchen hat eine etwas andere Dachfärbung mit etwas weniger Alterung bzw. Verschmutzung. Hier ist das Dach relativ stark verschmutzt und gealtert bei dem Pärchen hier A und B. Und hier fällt das Dach etwas weniger verschmutzt aus. Allerdings kann man diese Wagen recht frei zusammenstellen, solange man immer die Pärchen A und B kuppelt. Man könnte also auch diese beiden Gruppen hier noch mischen, also ein Wagen hier A mit einem Wagen B aus der anderen Gruppe kuppeln. Also das ist alles möglich und beim Vorbild wurde da auch wild gemischt. Es gibt ja noch weitere Wagen, die dann in einem weiteren Set erscheinen werden. Nämlich noch Wagen gemischtklassig, erster und zweiter Klasse. Und dann gibt es noch Wagen zweiter Klasse mit einem Gepäck- bzw. Dienstabteil. Und die werden dann auch immer in Zweiergruppen gekuppelt, aber man kann da auch die A- und AB-Wagen bzw. die B- und BD-Wagen mischen.
Es gibt zur Information über all das einen umfangreichen Artikel, wie üblich in der Wikipedia. Da einfach mal nach Umbauwagen bzw. nach der Gattungsbezeichnung B3 UG suchen. Und es gibt ein Heft der MIBA. Da müsste ich jetzt mal schauen. Das hatte ich bei mir gespeichert. Kleinen Moment. Ja, das ist das Heft 3 2021. Dort findet sich auch ein sehr informativer Artikel in der MIBA, also MIBA März 2021, zu den Umbauwagen. Und dort sind vor allen Dingen auch mal vorbildentsprechende Zugzusammenstellungen besprochen mit den entsprechenden Lokomotiven. Und ich habe aus diesem Artikel die entsprechenden Zugzusammenstellungen hier auch mal aufgebaut, um das hier auch im Rahmen von EEP entsprechend zeigen zu können. Da gehe ich nachher noch näher drauf ein. Wie gesagt, diese Wagen sind in bunten Mischungen beim Vorbild genutzt worden, auch noch mit Silberlingen als Steuerwagen, weil es wohl bis auf ein einziges Testexemplar von diesen Umbauwagen keine Steuerwagen gegeben hat. Da hat man dann beim Vorbild noch ein Silberling in der Steuerwagenausführung angehangen. Und es gab auch Mischungen als Personenzug mit Güterbeförderung. Da wurden dann noch zwei Achse Güterwagen mal an den Zug angehangen. Und ähnliche Mischungen, was so auf Nebenbahnen gefahren ist. Das wird, wie gesagt, in diesem Artikel in der Märzausgabe MIBA 2021 besprochen. Und hier komme ich jetzt mal zurück auf diese Wagen, die dann immer pärchenweise zu kuppeln sind. Das hatte ich ja nun schon ausgeführt. Wenn man die Wagen das erste Mal aufstellt, ist immer eine Seite hier ein Übergang geschlossen und ein Übergang ist offen. Daraus erschließt sich dann auch schon mal sehr schön, wie man diese Wagen zu kuppeln hat. Ich schiebe sie jetzt hier einmal händisch einfach zusammen. Dazu muss ich allerdings dann erstmal die entsprechenden Kupplungen hier aktivieren. Bei den Wagen, damit die dann auch kuppeln können. Und wenn man sie dann aneinander schiebt, dann kuppeln die, das sieht man dann hier, dass die Kupplungsverbindung hier an dieser Seite hergestellt ist. Und dann kommt eine Besonderheit dieser Modelle, das ist also eine ja, Neuentwicklung sozusagen von SK2 jetzt hier, erstmals wohl so in EEP, dass hier beim Kuppeln der Fahrzeuge auch die entsprechenden Verbindungen hergestellt werden. Also diese Wagen auch optisch deutlich erkennbar hier richtig gekoppelt sind, zum Beispiel die Luftleitung und die eigentliche Kupplung, die ja beim Vorbild in diesen Zweierverbänden fest war und im laufenden Betrieb nicht gelöst wurde. Damit sind also hier diese Wagen jetzt verkuppelt und es ist insofern auch wichtig, dass hier also diese Übergänge offen waren, dass man dort also von Wagen zu Wagen durchgehen kann, wie beim Vorbild entsprechend. So, dann kann man auch das andere Pärchen zusammenschieben. Auch hier sind ja die Übergänge schon an den entsprechenden Seiten offen. Wieder die Kupplung aktivieren. So, und dann können wir die hier aneinander schieben. Und dann kuppeln die auch. Und auch hier sind wieder alle Schlauchverbindungen, Kabelverbindungen, was da so ansteht beim Vorbild, sind hier auch geschlossen.
dargestellt, und besonders hinweisen möchte ich bei der Gelegenheit schon mal darauf, dass hier auch die Puffer, die Federpuffer direkt aneinander stoßen. So eng sind die Wagen halt auch beim Vorbild gekuppelt gewesen. So, und nun kann man eine beliebige Anzahl solcher Pärchen miteinander verkuppeln. Das ist dann auch Vorbild entsprechend, solange es immer ein Pärchen bleibt. Und mehrere Pärchen kann man miteinander verkuppeln. Dazu muss man nun hier die Durchgänge öffnen, die Übergänge öffnen. Das lässt sich unten in der Achssteuerung bewerkstelligen. Dort gibt es eine Achsstellung, Übergang und Kupplung von Wagennummer sowieso. Da ist hier die Achse mit der Wagennummer näher bezeichnet. Übergang und Kupplung von DB87426. Und wenn man diese Achse jetzt betätigt, dann öffnet sich der entsprechende Übergang, wie man hier sieht, und die Schlauchverbindungen sind schon bereit zum Kuppeln. Und dasselbe machen wir dann, oder das gleiche machen wir dann auch bei diesem Wagen. Auch da die entsprechende Achse betätigen und der Übergang öffnet sich und die Kupplungen sind ja schon aktiv. Dann können wir die also miteinander verkuppeln. Und wenn man da mal dichter rangeht, dann sieht man auch, wie da die Verbindung passend hergestellt wird. Ich habe mir so einen Zugverband hier abgespeichert als RSS-Datei und kann den also beliebig oft aufsetzen. Und wenn dann das nächste Set erschienen ist, noch mit den AB-Wagen und mit dem Halbgepäckwagen, mit dem BD-Wagen, dann kann man dort also vielfältig gemischte Zugverbände erstellen. Was es noch gibt an Achsen in diesen Wagen, sind natürlich mehr oder weniger selbstverständlich Fahrgäste. Nehmen wir mal den Wagen hier. Da haben wir dann hier noch die Fahrgäste. Da gibt es zwei Gruppen von. Da sitzen jetzt schon vier Personen. Und hier vorne sicherlich auch noch mal welche. Da sind die Herrschaften im Zug. Und dann gibt es noch eine zweite Fahrgastgruppe, damit man da also auch noch etwas variieren kann. Auch die kann man wie üblich über die entsprechende Achssteuerung aktivieren und dann sitzen da noch mehr Fahrgäste im Wagen drin. Man kann natürlich auch nur die erste Gruppe oder nur die zweite Gruppe, beide Gruppen oder gar keine Fahrgäste. Da gibt es also auch wieder Variationsmöglichkeiten und das natürlich in allen Wagen. Dann gibt es für das Zugende die beim Vorbild sehr wichtige, zwingend zu setzende Schlussscheibe am Zugschluss. Hier am letzten Wagen. Wenn das mal der letzte Wagen hinten in Fahrtrichtung ist, wo haben wir es denn? Schlusslicht, Zug, Schlusslicht. Ist das? Das kann man also hier betätigen und leuchtet dann entsprechend rot als Signal für den Zugschluss. Dann haben wir hier noch weitere Achsen. Nämlich, und das ist auch wieder eine Besonderheit dieser Modelle, Dampf hinten. Wenn man diese Achse betätigt und mal hier auf den Heizschlauch achtet, dann tritt da jetzt heißer Dampf aus. Also die Temperatur wird natürlich bei EEP nicht simuliert, aber immerhin die Dampfanimation. Das ist auch ja neu bei diesen Wagenmodellen, dass da jetzt eben auch dieser Dampf simuliert wird. Der muss natürlich nicht so heftig austreten,
Wäre ja eine ziemlich heftige Undichtigkeit, beziehungsweise wenn der Schlauch eben so nicht verbunden ist, dann sollte vielleicht der Wagenmeister mal ein sicherlich dort vorhandenes Ventil betätigen, um diesen Dampfaustritt zu vermeiden. Aber man kann ihn halt sehr schön darstellen. Und das geht dann auch bei den Verbindungen, wo hier eng gekuppelt ist, wenn da also eine Undichtigkeit simuliert werden soll, dann kann man hier bei dem Wagen auch noch den Dampf vorne austreten lassen, vielleicht etwas geringer, sodass also dort zu erkennen ist, dass da eine leichte Undichtigkeit in der Schlauchverbindung halt vorhanden ist. Gut, auch das gezeigt. Dampf haben wir vorne und hinten. Es gilt also immer alles entsprechend für alle Wagen. Die beiden Fahrgastgruppen, Schlusslicht. Dann sind natürlich alle vier Türen des Wagens unabhängig voneinander zu öffnen. Tür 1 wollen wir mal schauen. Das ist dann die hier quasi vorne rechts. Also vorne ist in dem Falle die Seite hier, wo eng gekuppelt ist. Vorne rechts die Tür auf und zu. Und das dann natürlich wieder für alle Türen an allen Wagen entsprechend. Die Türen, den Übergang, das haben wir schon gezeigt. Und dann kann man noch das Zuglaufschild hier anzeigen lassen. Das erscheint dann hier an der Seite. Ludwigshafen, Neustadt, Weinstraße, Landau Hauptbahnhof ist der Zuglauf hier. In dem Falle. Und dann gibt es hier ein Feld bei Rollmaterialien Aufschriften. Und da kann man zum Beispiel die Wagennummer editieren, wenn man da Variationen haben will. Abkürzung Bundesbahndirektion, Hauptbahnhof, Abkürzung Untersuchungsort, Untersuchungsdatum, Untersuchung 2, Wagenlaufschild, Startbahnhof, unterwegs halt Zielbahnhof. Also man kann hier dieses Zuglaufschild auch editieren, dass dort andere Start- und Zielpunkte angezeigt werden. Und die Wagennummer innen kann auch noch geändert werden. Alles recht einfach und für jedes einzelne Modell möglich durch diese Beschriftungsfunktion, die hier über Aufschriften zu erreichen ist. Und das gilt auch für alle Wagen natürlich. So, ich glaube, damit habe ich die Wagen erstmal halbwegs erschöpfend vorgestellt. Dann kommen wir mal zu diesem kleinen Zugverband hier. Und da möchte ich dann einmal zeigen, eine besonders schöne Feinheit an diesen Modellen, nämlich die beweglichen Puffer. Dazu habe ich hier einen Schienenkreis aufgebaut mit einem extrem engen Radius von nur 90 Metern. Das ist ein Radius, der allenfalls in Industriegebieten oder Betriebswerken und ähnlichen, ja, Betriebsstellen beim Vorbild vorkommen mag, in Extremfällen, Industriegebieten, Hafengebieten oder eben, wie gesagt, Betriebswerken. Dort mag so ein extrem enger Radius mal vorkommen. Hier dient es dazu, wie gesagt, diese Pufferbewegungen zu demonstrieren. Dazu lasse ich jetzt den Zug mal fahren und hänge mich hier mal an den zweiten Wagen mit der Kamera. Nein, nicht das, immer wieder derselbe Fehler. Nicht F1, sondern 1. Und zwar hier an dem Wagen. Und hier sieht man jetzt in dieser, da hat man jetzt eben mal bitte auf die Puffer achten. Hier in der Kurve. Und vor allen Dingen jetzt, wenn die
Kurve beendet ist und es kurz wieder in die Gerade geht, dann mal hier auf diesen Bereich achten mit den Puffern, die jetzt hier innen auch aneinander liegen. Und jetzt verstellen sich die Puffer und jetzt auch wieder entsprechend. Und außen klaffen sie deutlich auseinander. Und jetzt sieht man wieder, wie sich die Puffer bewegen. Also wie richtige, beim Vorbild wie richtige Federpuffer. Sie überlappen vor allen Dingen auch nicht. Was ja beim Vorbild verhängnisvoll wäre, dann wäre ja die Zugentgleisung vorprogrammiert. Ja, das sind also extrem vorbildentsprechende Pufferbewegungen, die bei diesen Modellen von SK2 hier realisiert werden konnten. Und das ist damit auch mal demonstriert. Soweit, so gut. Und jetzt habe ich noch Zugverbände vorbereitet. Beginnen wir mal mit den Dampfloks. Da habe ich mich, wie gesagt, auch an dem Artikel orientiert im Märzheft MIWA 2021. Da haben wir hier immer denselben Zugverband, aber dann vorbildentsprechend hier zum Beispiel mal eine Baureihe 65. Gibt es also alle Modelle, die ich hier aufgebaut habe, sind ab EEP7. Ist auch nichts konvertiert dabei oder so, sondern kann alles zwanglos im Shop erworben werden. Das ist hier in dem Falle eine Baureihe 65 von Peter Bohnstengel, erst kürzlich erschienen. Dann haben wir hier eine Baureihe 64 von RG2 Ralf Görbing. Eine Baureihe 38 von Stefan Grote. Gehe da nochmal ein bisschen näher ran an die Modelle. Das soll jetzt hier natürlich keine Lokvorstellung werden. Es geht um die Zugverbände, die vorbildentsprechend mit solchen Umbauwagen in Epoche 3, in der üblichen Modellbahn, Epoche 3 gebildet werden können. 64 hatten wir hier, dann die 38er, dann hier noch eine 93er, die ist von Jörg Swoboda. Dann eine 23, so stark verschmutzt, dass es kaum zu erkennen ist. Vielleicht vorne besser. An der Rauchkammer. Naja, 23018, die ist von Ralf Görbing, RG2. Und dann eine 86er. Auch Ralf Görbing, RG2. Und hier hinten wartet am Einfahrtssignal eine 78er. Baureihe auch von Ralf Görbing, RG2. So, das sind die Zugverbände mit Dampfloks. Dann hatte ich hier drüben noch zwei Stück. Auf dem anderen Kreis steht hier noch bereit eine 94er von Ralf Görbing und eine Baureihe 50. Auch solche relativ großen, starken
Güterzugloks sollen solche Züge mal gezogen haben. Jedenfalls laut diesem MIBA-Artikel mit den entsprechenden Zugzusammenstellungen und Beispielen. Also das wäre dann hier sicherlich sozusagen mit die größte Version in der Art mit Dampfloks. Das ist auch von Ralf Görbing das Modell. So, dann kommen wir mal zu den Dieselloks. Da haben wir hier eine V80 bzw. 280 von Jörg Swoboda. Die 218 von Alexander Geist AG3 und die V100 bzw. 212er Baureihe. Die ist von Szymon Masny, SM2. Die war mal in einer Anlage enthalten. Ach Gott, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war es, glaube ich, Winterberg. Aber da kann ich mich jetzt auch falsch erinnern. Ich glaube, einzeln ist die nicht im Shop erhältlich. Die war mal in einer Anlage enthalten. Aber zum Grundbestand gehört ja eine blau-weiße V100 bzw. 212. Die gehört auf jeden Fall zum Grundbestand in einer anderen Farbe. Und dann habe ich hier noch eine sogenannte Lolo. Auch die wurde in dem MIBA-Artikel erwähnt. Eine Baureihe 216. Die ist von Ernst Tollkneppa, ET1, auch im Shop erhältlich. Und dann habe ich letztlich hier noch zwei Zugverbände mit E-Loks, auch alles entsprechend diesem MIBA-Artikel. Nämlich eine E44 oder 144. In dem Falle ist das Modell von Hans Brandt HB3 und eine E10. Da war in dem MIBA-Artikel die Rede von einer E41 in Blau und auch da kann ich mich natürlich irren. Ich habe das jetzt nicht bis ins Letzte geprüft. Aber es ist möglicherweise so, dass es die nur in Grün gibt, die E41. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob es auch eine E41 in Blau im EEP-Shop gibt, ab EEP7. Das müsste nochmal geprüft werden. Aber es mag sein, dass es die gibt oder auch nicht gibt. Ich habe hier eine E10 jetzt als Ersatz genommen. Ich glaube, das ist nicht völlig verkehrt. Jedenfalls sieht sie der E41 doch recht ähnlich, aber die absoluten Lok-Spezialisten und sogenannten Nietenzähler werden natürlich wieder entsetzt aufschreien, wenn ich hier eine E10 mit einer E41 ersetze. Oder umgekehrt, eine E41, die ich jedenfalls in meinem Modellbestand nicht gefunden habe, in Blau. In Grün habe ich sie mehrfach, aber in Blau nicht. Und deswegen habe ich hier mal, ja, kurzerhand eine E10 eingesetzt. Ich hoffe, man kann mir das verzeihen. Ja, die kann man natürlich auch alle mal fahren lassen. Ausgestaltet ist diese Anlage überhaupt nicht. Das dient ja nur der reinen Demonstration hier, dass die Züge also alle so schlank weg im Kreis fahren. Und dann auch noch alle mit fünffacher Geschwindigkeit. Das setze ich jetzt mal runter auf normale Geschwindigkeit. Und hier habe ich eine kleine Automatik eingebaut mit ganz, ganz simplen Fahrstraßen. Da brauche ich nur dieses Schachtdeckelsignal hier zu betätigen. Das habe ich mal verkoppelt mit diesem Signal. Das hat nämlich auch eine
Stellung, Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal. Und das kann man hier nicht so, also ich kann es jedenfalls wieder mal mit meiner altersbedingten Halbblindheit nicht erkennen, dass also dieses Signal hier Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal wird hier für mich jedenfalls nicht angezeigt. Und deswegen sehe ich dann immer nicht, ob das Ding nun Halt zeigt oder der Zug eben doch vorbeifährt. Und ich habe mir das hier mal verkoppelt, jetzt mit so einem Schachdeckelsignal, das zeigt nur Halt und Fahrt. Und wenn ich das jetzt hier betätige, dann fährt der Zug los und das Signal zeigt Einfahrt in diesen Bahnhof hier, in diese Betriebsstelle mit mehreren Parallelgleisen, mit Langsamfahrt natürlich, weil es über abzweigende Weichen geht. Und das habe ich auch nicht in die Fahrstraßen mit aufgenommen. Das kann ich also von Hand steuern. Und ansonsten werden sich die Züge jetzt hier schön abwechseln. Ich gehe doch noch mal auf fünffache Geschwindigkeit, damit es ein bisschen schneller geht. Da löst immer ein Zug den anderen aus. Und die beiden Herrschaften hier, da habe ich doch einen Kontaktpunkt gelegt. Die zeigen immer an, halten immer an. Und hier oben fahren ja auch noch die zweiten Züge immer im Kreis. Da ist dasselbe. Fahrt frei für den. Und der löst dann auch wieder den nächsten aus. Und so geht das jetzt hier im munteren Wechsel. Dieser kleine Demozug fährt hier immer noch im Kreis und zeigt immer noch, dass die Puffer da sehr schön im Kurveninneren aneinander bleiben, aber nicht übereinander. Und die anderen Züge, die düsen jetzt hier mit fünffacher Geschwindigkeit im Kreis. Kann man aber auch wieder auf normale Geschwindigkeit setzen. Und dann kann man die Zugverbände hier beobachten, wie sie mit den verschiedenen Loks ihre Runden drehen. Was fährt denn so auf dem anderen Kreis? Da ist einer unterwegs. Eine 64er mit Umbauwagen. Dann zeigt sich auch mal, warum die vorderen Wagen so stark verschmutzt sind, weil sie eben hinter der Dampflok laufen und der Ruß sich da auf den Wagen wahrscheinlich stärker absetzt als auf den hinteren. So sehen diese schönen Umbauwagen aus und ich glaube, ich habe jetzt alles besprochen, was es so zu besprechen gibt. Der bremst jetzt hier auch auf 40 Stundenkilometer ab, um dann über die weichen Straßen zu fahren, denn die haben alle nur 190er Radius hier, die Weichen, die ich hier verbaut habe und da darf mit maximal 40 Stundenkilometern drüber gefahren werden, wenn es im abzweigenden Gleis ist, so wie hier. Ja, das sind die Umbauwagen von SK2 kurz vorgestellt und die werden demnächst als entsprechendes Set im EEP-Shop erscheinen. Und es folgt dann auf jeden Fall noch ein weiteres Set mit den gemischtklassigen Wagen erster und zweiter Klasse und dem Wagen mit Dienstabteil, sodass da noch
vielfältigere Zugzusammenstellungen möglich sein werden. Ich hoffe, ich konnte etwas die Vorfreude auf diese schönen Wagen wecken. Allzu lange muss man sich wohl nicht mehr in Geduld üben. Ich wünsche wie immer weiterhin viel Spaß mit EEP.